zu einem neuen Video von mir. Und ich sitze hier endlich mal wieder vor meiner großen Kamera, weil ich ein bisschen was Persönliches mit euch besprechen wollte und euch mal wieder so ein bisschen was aus meinem Leben erzählen wollte. Und ich mache das natürlich auch viel in den Vlogs, aber ich dachte mir, ich nutze dieses Video mal so komplett, um es einem Thema zu widmen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sich so in letzter Zeit bei mir nochmal einiges getan hat, was so meinen Heilungsprozess in Bezug auf meine Essstörung und auch so das Thema Sport und Fitness angeht, getan hat. Und ich hatte ehrlich gesagt so vor dem Sommer so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so ein bisschen stuck in dem ganzen Prozess. Also ich hatte das Gefühl, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich jetzt irgendwie relativ lange war und es aber nicht wirklich weiterging. Und ich habe da schon öfters so ein bisschen erzählt, dass ich schon das Gefühl habe, mittlerweile sehr gut mit dieser Krankheit gelernt habe, umzugehen und auch gelernt habe, wie ich damit so im Alltag klarkomme. Ich bin mittlerweile ja schon ein ganz, ganz großes Stück von dieser Krankheit weggerückt, also dieser Krankheit der Essstörung. Falls ihr noch neu auf dem Kanal seid und jetzt gerade das alles gar nicht so versteht, ich verlinke euch mal meine ganzen letzten Videos zu dem Thema in der Infobox. Und ich habe in ein paar Videos halt schon mal so gesagt, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob man von dieser Krankheit der Essstörung, der Magersucht, ob man da so hundertprozentig von geheilt werden kann. Mittlerweile glaube ich ja. Zu dem Zeitpunkt war ich mir halt noch nicht so ganz sicher. Und ich hatte einfach, ja, so vorm Sommer das Gefühl, ich weiß irgendwie nicht, wie ich so diesen letzten Push hinkriege, komplett frei zu werden von diesen Gedanken. Weil diese Gedanken sind im Alltag schon immer noch da. Diese alten, sag ich mal, Denkmuster, die beeinflussen mich jetzt so in meinem Handeln oder in meinem Alltag nicht mehr so krass oder wie ich mich fühle. Aber sie sind halt immer noch da. Und das Ziel ist natürlich, irgendwann komplett frei davon zu sein und frei davon handeln zu können, ohne dass sie einen in irgendeiner Art noch beeinflussen. Und ja, irgendwie war ich so ein bisschen verzweifelt, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt bis zu diesem Punkt gekommen, aber wie schaffe ich es jetzt noch, mir diesen letzten Push zu geben? Weil man gewöhnt sich halt immer wieder so an die aktuelle Situation, wie es einem geht. Aber wie schafft man es dann, wieder noch ein Stück weiterzumachen? Jetzt über den Sommer habe ich aber wieder so ein paar Erfahrungen und Erlebnisse gemacht, die mich gefühlt doch noch ein Stück weitergebracht haben. Das bezogen auf Essen und eben aber auch auf den Aspekt Sport und Fitness. Und darum soll es jetzt auch in diesem Video hier gehen. Ich mache gerne auch noch ein Video zu dem Thema Essen, aber heute soll es halt nur um das Thema Sport, Körper, Fitness gehen. Und ich möchte mit euch ein paar von meinen Learnings zu diesem Thema teilen, die ich wahrscheinlich schon vor meiner ganzen Reise kannte, die mir aber einfach egal waren, die ich ignoriert habe. Mir waren andere Sachen wichtiger. Ich war getrieben von einer krassen Disziplin, von einer krassen Angst, von meinem Ideal, mich zu entfernen, was ich so in meinem Kopf gebildet hatte. Und dieser Angst eben, dass ich meinen Körper verändern könnte. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch, wenn ich diese Learnings mit euch teile, die vielleicht gerade an einem ähnlichen Punkt sind, wie ich es noch vor einiger Zeit war oder vor ein paar Jahren war. Vielleicht hilft es euch, schneller diese Punkte zu realisieren und dagegen was zu tun, bevor es halt immer schlimmer wird. Vielleicht hilft es einfach, und wenn ihr euch in diesen Punkten wiederfindet und denkt so, ja, genau so ist das eigentlich bei mir, wie Charlotte es hier gerade erklärt, dann kann ich euch eigentlich nur ans Herz legen, eure ganze Beziehung zu Sport und Fitness und eurem Körper nochmal zu hinterfragen. Und wenn ihr merkt, da ist irgendwas nicht gesund in der Beziehung, euch irgendwie Hilfe zu holen oder euch jemandem anzuvertrauen, wenn euch das irgendwie zu sehr belastet, weil das Ganze kann sich in eine richtige Krankheit entwickeln und das ist psychisch einfach sehr belastbar. Deswegen möchte ich das euch sehr ans Herz legen. Und nach meinen ganzen Learnings, die ich gleich mit euch teilen möchte, habe ich noch ein kleines Extra für euch, für dieses Video, das sich auch um das Thema Sport dreht. Und zwar durfte ich zwei verschiedene Cycling-Kurse testen. Eine Class von Peloton auf einem
Peloton Bike, also die komplette Peloton Experience, im Vergleich zu einer Class von Cyberfitness, die kein eigenes Fahrrad haben, aber dafür halt super flexibel mit ihren Kursen sind. Und das durfte ich einfach mal so ein bisschen vergleichen. Und das wurde auch ganz cool gefilmt, also sieht echt cool aus. Und es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht, falls ihr überlegt oder vielleicht mal die Idee hattet, irgendwie so in die Richtung Cycling euch zu entwickeln oder vielleicht auch überlegt, irgendwie euch ein Bike zuzulegen, dann könnte euch das vielleicht ein bisschen helfen. Und am Ende seht ihr dann ja auch noch, was ich besser fand, was so meine Meinung dazu war. Aber das gibt es später als extra. Also falls euch das interessiert, dann bleibt bis dahin auf jeden Fall noch dran. So, und als erstes würde ich ganz gerne das alles nochmal so ein bisschen einordnen. Denn Essstörung, Magersucht und Sportsucht hängen meistens sehr zusammen, sind sehr eng miteinander verbunden. Entweder ergänzen sie sich und sie passieren sozusagen gleichzeitig, oder was ich halt auch schon oft erlebt habe und auch selber bei mir Ansätze davon erkennen konnte, ist, dass aus einer Essstörung oder Magersucht eine Sportsucht sich entwickelt. Während sich die eine Krankheit verbessert, rutscht man in diese andere Sucht, um vielleicht das Alter auch so ein bisschen zu kompensieren. Weil in der Fitnessindustrie, sage ich mal, oder auch viele Influencer, die im Fitnessbereich tätig sind, verkörpern das ein bisschen, dass halt so im Fitness ist es angesehener zuzunehmen, also ein bisschen mehr zu haben, sage ich mal. Aber halt auch nur, wenn man dann super durchtrainiert ist. Das ist so das extreme Bild, was ich irgendwie dann immer wahrgenommen habe. Die Influencer, die halt im Fitness tätig sind, die sind dann alle mega durchtrainiert und super strong, sind aber halt nicht super dünn. Da gibt es halt auch wieder Influencer, die das verkörpern. Das ist dann halt so das Gegenteil. Das funktioniert halt eben auch nur wieder auf so eine sehr so exzessive Art der Fitness. Und das ist natürlich sehr verhängnisvoll für Leute, die sowieso so suchtgefährdet sind, weil es einem auch wieder eine starke Art der Kontrolle gibt. Weil man kann eben so seinen Körper und sein Gewicht eben auch kontrollieren. Bei der Essstörung oder Magersucht ist es dann halt vielleicht, dass man es kontrollieren kann, indem man wenig isst. Und in der Sportsucht ist es dann so, dass man seinen Körper halt durch Sport kontrollieren kann. Und das ist ja auch nicht der Sinn dahinter. So, langes Intro. Kommen wir zu meinen Punkten, die ich mir einfach mal die letzten Tage so aufgeschrieben habe, was ich so gelernt habe in den letzten Jahren. Es sind jetzt 6 Punkte geworden. Wenn ich da jetzt noch länger drüber nachdenken würde, würden mir wahrscheinlich noch 1000 andere Sachen einfallen. Im Grunde ergänzen sich die Punkte auch alle oder ja, betreffen sich gegenseitig auch. Aber ich fange erstmal mit Punkt 1 an. Und Punkt 1 ist, viel hilft nicht viel. Das wollte ich sehr, sehr lange nicht wahrhaben, weil ich am liebsten so 7 Tage die Woche trainiert habe oder Sport gemacht habe. Und mich halt einfach auch so daran gewöhnt habe, jeden Tag Sport zu machen, dass es sich halt total falsch und schlecht angefühlt hat, keinen Sport an einem Tag zu machen. Wenn ich dann mal einen Tag ausgesetzt habe, dann habe ich es direkt probiert, wieder mit dem nächsten Training irgendwie zu kompensieren oder dann mehr zu machen, länger zu laufen, was auch immer. Und auf Dauer immer zu viel Sport zu machen, ist ja bewiesenermaßen, und das sagt einem ja auch eigentlich der gesunde Menschenverstand, nicht gut und eher kontraproduktiv, weil so hat der Körper nicht genügend Zeit zu regenerieren und kann keine besonders guten Leistungen erbringen und baut halt irgendwann auch einfach ab, weil er so lange nicht mitmachen kann. Da habe ich aber auch gleich noch was zu. Kommen wir erstmal zu Punkt 2. Das ist sein Warum hinterfragen oder beziehungsweise sein Warum kennen. Warum mache ich eigentlich Sport? Warum will ich bestimmte Ziele verfolgen, die ich mir vielleicht gesetzt habe? Mache ich das für jemanden? Warum mache ich einfach so viel Sport? Oder warum möchte ich Sport machen? Es sollte nämlich nicht so sein, dass man für jemand anderen Sport macht, um bestimmt auszusehen, damit man vielleicht gefällt. Es sollte nicht dafür sein, dass man essen kann. Also Sport sollte keine Rechtfertigung dafür sein, dass man dann essen kann. Oder man sollte auch keinen Sport machen aus Angst,
vielleicht vor dem nächsten Binge-Anfall, dass man dann vielleicht schon im Voraus probiert, ich trainiere jetzt möglichst viel, damit ich das ausgleichen kann, was ich eventuell heute Abend alles in mich reinstopfen werde. Und Sport solltet ihr auch nicht machen, um irgendwie Anerkennung zu bekommen oder so, sondern am Ende solltet ihr Sport machen, weil ihr Lust drauf habt, weil es euch Spaß bringt und weil ihr eurem Körper etwas Gutes tut, indem ihr ihn bewegt und ihn so fit haltet, damit er alles im Alltag für euch schafft. Wenn ihr jetzt aber eben bei diesen ganzen Fragen, die ich aufgezählt habe, die alle mit Ja beantworten konntet, dann habt ihr wahrscheinlich keine gesunde Beziehung zu Sport. Und wie gesagt, würde ich euch raten, euch Hilfe zu holen oder das nochmal zu überdenken. Dann Punkt 3, und da muss ich sagen, diesen Punkt habe ich wahrscheinlich am allerlängsten ignoriert. Und zwar ist das: Gesundheit geht vor, hört auf euren Körper. Dadurch, dass ich so viel Sport gemacht habe, hat mein Körper natürlich irgendwann angefangen zu streiken. Ich hatte Knieschmerzen, eigentlich permanent, ich hatte Hüftschmerzen, Rückenschmerzen, bin aber trotzdem immer wieder laufen gegangen, auch mit Knieschmerzen. Ich habe immer gesagt, so halte ich schon durch, morgen ist das bestimmt weg, kann ja nicht so schlimm sein oder sowas. Aber gerade dieses Ignorieren ist so fatal, weil man sich damit im Grunde seinen Körper kaputt macht für die Zukunft und später dann mit Schäden zu kämpfen hat, die echt nicht schön sind. Und ja, diese Schmerzen sind einfach so klare Zeichen des Körpers, dass man zu viel macht, dass man wirklich auf seinen Körper hören sollte, weil der Körper sagt einem einfach, wann Schluss ist, wann genug ist. Dann der nächste Punkt, der im Grunde an den vorigen Punkt anknüpft, ist Rest Hard. So ganz nach dem Motto Work Hard, Rest Hard. Wenn man sich sportlich sehr viel betätigt, dann ist es so wichtig, seinem Körper auch Ruhe zu geben und sich eben diese klassischen Rest Days auch nicht zu gönnen, sondern einfach, dass es selbstverständlich ist, seinem Körper die zu geben, damit er regenerieren kann, damit er Kraft sammeln kann und damit er halt alles für dich schaffen kann, was du von ihm verlangst. Und gerade in diesen Regenerationsphasen passiert ja auch einfach so viel, was man selbst gar nicht checkt und wo man so denkt, ja, wenn ich jetzt nur chille, dann bin ich ein super fauler Mensch. Und das bin ich ja eigentlich gar nicht oder will ich auch gar nicht sein. Deswegen bewege ich mich mal lieber. Aber gerade diese Restphasen sind ja die Phasen, in denen der Körper zum Beispiel auch die Muskeln repariert und neu aufbaut und wo halt so viel Wichtiges einfach auch passiert. Punkt Nummer 5 ist ein Punkt, den ich jetzt auch gerade diesen Sommer nochmal deutlich so gespürt habe oder in dem ich auch nochmal ein Stück weitergekommen bin. Und zwar ist das so das Learning, dass Urlaub und Pausen, vielleicht auch krankheitsbedingte Pausen, nicht gleich alles ruinieren. Ich hatte zum Beispiel immer so krasse Angst, nicht trainieren zu können im Urlaub, also zum Beispiel keinen Sport machen zu können im Urlaub, was mich schon Wochen vorher irgendwie runtergezogen hat und ich mich so krass damit beschäftigt habe, dass ich ja im Urlaub mich dann nicht so viel bewegen kann, wie ich es normal tun würde und wahrscheinlich auch mehr essen würde. Und ja, das war einfach immer so eine krasse Angst für mich. Oder auch der Gedanke, dass ich jetzt irgendwie mich verletzen könnte, was eigentlich total kontraproduktiv ist, weil ich die ganze Zeit darauf hingearbeitet habe, mich zu verletzen. Aber trotzdem, ich manchmal so wie so Angstzustände hatte, was wäre, wenn ich mir jetzt einen Fuß brechen würde, dann könnte ich ja einfach wochenlang nicht laufen gehen. Das wäre ja, also wenn das in der Zeit passiert wäre, vor ein paar Jahren, wo ich wirklich krass viel Sport gemacht habe, dann wäre für mich, also ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte, da wäre wahrscheinlich eine Welt für mich zusammengebrochen. Weil ich einfach damit nicht umgehen konnte, keinen Sport machen zu können. Jedes Mal in der Rückbetrachtung oder auch jetzt, wenn ich darauf zurückgucke, es hat sich durch diese Urlaube oder Krankheitsphasen eigentlich nie großartig was an meinem Körper verändert, sodass ich sagen würde, boah, das hat jetzt aber reingehauen, dieser 2 Wochen Urlaub am Strand. Nein, es war nie so. Also jetzt selbst, ich war eigentlich die letzten 2 Monate nur unterwegs und habe ganz anders gegessen, als ich jetzt zum Beispiel hier zu Hause essen würde und habe so viel weniger Sport gemacht, weil es halt auch einfach manchmal nicht ging. Und
das war irgendwie völlig okay und es hat sich nichts verändert. Und am Ende gleicht sich das eh irgendwie, wenn man wieder zu Hause ist, gleicht sich das eh wieder automatisch aus, weil man dann sich wieder mehr bewegt und vielleicht ein bisschen gesünder ist und wieder so seine Routinen hat. Und deswegen sollte man sich wirklich nicht durch so kleine Pausen oder mal eine Woche oder zwei Wochen Urlaub irgendwie runterziehen lassen und dann den Urlaub dafür nicht genießen können. Also das ist wirklich ein großer Fehler. Und der letzte Punkt, wo ich in letzter Zeit sehr viel dran gearbeitet habe und das mir sehr geholfen hat, ist, dass Abwechslung einfach so wichtig ist, dass man probiert, den Spaß am Sport zu behalten, weil nur so kann man eigentlich auf Dauer eine gesunde Beziehung irgendwie zu Sport auch aufbauen. Wenn man halt immer so an seinen klaren Plänen festhält, dann wird man irgendwann die Lust daran verlieren. Und gerade so feste Pläne sind, glaube ich, für Leute, die aus einer nicht so guten Beziehung zu Sport kommen, eher gefährlich, weil sobald man sich von diesen Plänen entfernt oder von diesen Routinen, in denen man drin ist, löst das direkt so eine Art Angst aus, weil man sich dadurch halt irgendwie so eine Komfortzone baut, in der man sich gut fühlt und mit der man gut klarkommt. Und sobald man davon abweicht, ist es so, oh, ist das jetzt gut? Ich bleib lieber bei meinem Alten. Und deswegen würde ich vorschlagen, möglichst viel Abwechslung so in seinen Sport zu bringen, verschiedene Sportarten sich zu suchen, vielleicht Freunde zu suchen, mit denen man zusammen Sport machen kann, vielleicht auch neue Sportarten auszuprobieren, vielleicht auch verschiedene Orte sich zu suchen, wo man Sport machen kann, einfach so eine bunte Mischung reinzubringen, damit es einfach lange Spaß macht. Das ist eigentlich eine super Überleitung zum letzten Teil des Videos, zu meinem Cycling-Test. Das war nämlich auch das erste Mal, dass ich überhaupt Cycling gemacht habe, also so auf Fahrrädern so einen Kurs, das habe ich vorher noch nie gemacht und ich hatte so Spaß dabei und ja, das hat mir eigentlich nur noch mal gezeigt, so wie wichtig es ist, ab und zu auch mal neue Sachen auszuprobieren. Das waren jetzt nämlich meine paar Punkte, die ich mir so überlegt habe, aufgeschrieben habe. Falls euch noch weitere Punkte einfallen oder ihr noch bestimmte Learnings habt, die ihr gerne teilen möchtet, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ja, jetzt kommen wir wie angekündigt zu meinem kleinen Extra. Und wie gesagt, ich habe eine Peloton-Class ausprobiert auf einem Peloton-Bike und im Vergleich dazu eine Cyber-Fitness-Cycling-Class. Cyber-Fitness hat keine speziellen Fahrräder, also man kann das auf irgendeinem Fahrrad machen oder auch im Fitnessstudio, wo auch immer, man ist da nicht eingeschränkt. Und ja, ich fand es einfach mal ganz cool, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das beides zu testen im Vergleich und auch einfach mal so rauszufinden, was ich cooler fände. Es kommt natürlich da auch voll auf die persönlichen Ansprüche drauf an, worauf man Wert legt. Peloton ist natürlich sehr teuer im Vergleich zu Cyberfitness. Bei Peloton hat man dann aber das ganze Paket dabei. Es ist einfach ein bisschen eine Geschmackssache und worauf man halt mehr Wert legt, was besser ist. Aber ich kann euch eine kleine Einschätzung auf jeden Fall geben. Und ich will jetzt auch gar nicht weiter reden, weil das Video ist, glaube ich, schon viel zu lang. Also Film ab. Ich habe ja gerade eben schon ein bisschen erzählt, dass ich heute Fahrrad fahren werde. Und das ist nämlich ein Peloton-Bike. Das ist ja irgendwie gerade so der Shit im Lockdown. Und zum Vergleich werde ich heute nicht nur das Peloton-Rad testen, sondern auch eine Cycling-Class von Cyberfitness. Ich bin ja ein riesen Fan von den Workouts, muss ich sagen. Einen Cycling-Kurs habe ich noch nie gemacht, aber das werde ich jetzt heute mal in Angriff nehmen. Ich habe mich jetzt hier für das Peloton-Bike entschieden und werde damit starten und habe mir eine Class von Erik Jäger ausgesucht, also eine Deutsche. Ich wähle mir jetzt einfach mal hier diesen 20 Minuten Intervall-Ride aus. 7,9 von 10 Sternen für Schwierigkeit, also es wird wahrscheinlich knallen. Soll ich starten? Hallo Peloton und herzlich willkommen zu einem 20 Minuten Interval Stride. Peloton, let's go! Ach krass, man ist hier sogar auf so einer Liste. Erik und Intervalle, ich bin mit dabei. 3, 2, 1. Let's go. 94 bis 104. Ich bin auf Platz 108. Ist das gut? Das ist eigentlich ganz cool. Also vielleicht redet er ein bisschen viel, aber sonst.
So viele Leute haben mir, glaube ich, noch nie bei einem Workout zugeguckt. Ja, bisher ist es cool, es macht Spaß. 150. Aber ich glaube, die Uhr ist manchmal auch nicht so ganz genau. 10 Sekunden noch, dann geben wir unseren ersten Push. Achtung. Ich weiß nicht genau, wie doll ich das machen soll. 4, 3, 2, 1, come on! Okay, jetzt ist es schon anstrengend. Natürlich, ich hab's noch nicht gesagt, Leute, aber trotzdem. Das Lachen bleibt oben, ne? Also die Zeit geht auf jeden Fall richtig schnell um, so viel wie der redet. Wir beginnen in 5, 4, 3, 2, 1, come on! Yes! Machen wir mal ein bisschen mehr hier. Nicht langsamer werden. Also ich fand's ganz cool. Ich finde, man braucht so ein bisschen Zeit, um irgendwie da reinzukommen, um das erstmal so zu checken, wie es überhaupt alles geht. Aber die Musik ist ganz cool auf jeden Fall und sehr kurzweilig, weil er so viel redet. Also er spricht dann ja die ganze Zeit so voll an. Das ist cool und was ich ganz cool finde, ist, dass man da so sehen kann, wie schnell die anderen irgendwie sind. So, Peloton ist durch und jetzt bin ich richtig heiß und werde jetzt die nächste Class direkt hinten dran schieben, die Class von Cyberfitness. Ich bin jetzt mal ganz gespannt, wieso der Unterschied ist und wie doll die mich fordern wird. Herzlich willkommen zum Cycling an diesem Abend. Wir fahren eine Level 1 Class. Ah, das ist gut. Es wird eine leichte Stunde, aber es bedeutet nicht, dass die nicht anstrengend wird. Ich wünsche euch viel Spaß. Yes. Es ist warm heute, also nehmt euch ein bisschen Zeit. Mir ist auch warm. Leichten Druck, easy peasy. Er fühlt die Musik auf jeden Fall. Okay. Voll sympathisch, also man merkt richtig, er fühlt es gerade. Das Tempo steigert sich auf 110 Umdrehungen. Oh geil, da würde ich jetzt gerade gerne fahren. Ja, ich finde es noch gar nicht so anstrengend. 4, 3, 2, oh yeah. Denk dran. Okay, wir haben jetzt gerade eben ein kleines Aufwärmen gemacht und danach kamen die ersten drei Intervalle. Jetzt geht es gerade so ein bisschen bergauf und es haut schon rein. Also es ist anstrengend, aber man merkt richtig, wie er das so fühlt. Das macht nämlich richtig, macht richtig Spaß. Ich werde morgen auf jeden Fall Puddingbeine haben. Diese Aufnahmen zwischendurch sind irgendwie richtig cool, diese Naturaufnahmen. Man hat so richtig das Gefühl, als würde man da gerade so durchfallen. Wie mache ich mich so? Macht euch bereit. Wie hoch ist dieser Berg? Und jetzt gehen wir in den schweren Bereich. Oh, was? 50%. Mach den Ventilator aus. Nee, bitte nicht. Tom ist auch fit wie sonst was. Letzte Runde von drei, so schnell. Es geht echt voll schnell. Geht das jetzt schon eine halbe Stunde gerade? Push, push, push. 3, 2, 1. Was hat richtig Spaß gemacht. Aber es löst so richtig so Glücksgefühle aus. Tom ist mega. Kann ich nur 1+ sagen. Ich glaube, ich fand Tom sogar besser. Weil, weiß nicht, es war so sympathischer. Also hier konnte man den Trainer besser sehen, weil er besser ausgeleuchtet hat, das fand ich cool. Und die Einblendung, wo man so durch die Natur gefahren ist, das fand ich auch cool. Ich glaube, so vom Ausschnitt fand ich das andere besser. Hier passte die Musik sehr gut. Beim anderen fand ich es nice, dass man die kannte. Also die Class fand ich richtig gut, die würde ich jeden Tag machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, so, ich habe meine zwei Classes hier durch. Ich bin fix und fertig, aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich würde sagen, dass mich die Cyber-Fitness-Class ein bisschen mehr gefordert hat. Also da, weiß nicht, bin ich richtig mitgegangen und weiß nicht, ich war voll in meinem Flow. Die Zeit ist auch voll verrannt. Was ich beim Peloton-Bike ein bisschen cooler finde, bei dem Bike hier, das ist halt so dieser Look von diesem Bildschirm. Man hat den Vergleich mit den anderen Leuten. So, also es hat schon was. Dafür kostet es ja auch einiges mehr. Ja, aber Cyberfitness war so im Hintergrund öfters so
so Animationen und so Explosionen. Da war irgendwie ja immer was anderes los und halt die Naturausschnitte. Bei Palin war es halt so ein bisschen ruhiger und cleaner. Manchmal hat man auch andere Leute gesehen. Also wenn man so dieses Gefühl von einer richtigen Class mit anderen Leuten haben will, ist vielleicht Peloton nicer. Bei Cyberfitness hat man eher das Gefühl, man fährt jetzt gerade wirklich irgendwie so alleine durch die Natur oder sowas. Ja, ich werde jetzt unter die Dusche springen. Das ist jetzt, glaube ich, nötig. Ich habe auch das Gefühl, ich bin total rot. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so aussehe. Ja, es hat mega Spaß gemacht und eigentlich habe ich total Bock, das jetzt sofort nochmal zu machen. So, das war mein kleiner Cycling-Test. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen von euch, der gerade überlegt, sich ein Fahrrad anzuschaffen und sich nicht so ganz sicher ist, was er so haben möchte oder worauf er Bock hat. Ich schreibe euch auch nochmal ein paar Infos zu beiden Sachen in die Infobox. Vielleicht auch nochmal ein paar Vor- und Nachteile. Und dann könnt ihr euch da auch gerne mal ein bisschen selber drüber informieren. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne alles, was ihr dazu denkt, in die Kommentare. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!